Hier sprechen wieder Miu und Ustra zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Hallo Miu. Hallöchen. Ich laufe schon mal weg. Ja, mach doch. Das ist ja nicht Teil unserer Abmachung hier. Und wir sind dabei, mehr oder minder eine Schule zu bauen und ein Baumhäusle zu bauen. Baumhäusle. Naja, du weißt doch. Wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß natürlich mehr. Bin ich so gut da drin. Ach Quatsch. Doch. Das ist ja gar nicht wahr. Gib's einfach zu, Ustra. Ich finde das nicht so. Du schlägst dich doch ganz gut. Ich weiß zwar nicht genau, was du gemacht hast, aber. Pff. Ich habe mir versucht, das anzugucken und das Angucken war scheiße. Weißt du? Ja, so hier. Und ich baue hier weiter fleißig an deiner Schule rum, natürlich. Mit besonderer Vorsicht. Damit dir das auch gefällt hinterher und ich keinen auf den Deckel kriege. Das ist das Wichtigste daran. Ich hätte gerne hier oben. Ich habe hier so ein Problem. Ich baue das mal auf meine Art. Ja, muss ich Angst haben? Nee. Eigentlich nicht. Was sagst du immer so? Ja, das Problem ist nur. Hier ist ja schon Ende Gelände. Was, wie, was? Ja, ja, klar, da muss ich jetzt ein Loch oben reinbauen, habe ich gesagt. Über dir. Ja. Warum kommen da jetzt schon wieder so platte Dinger hin? Weil das sonst einfach in der Luft schwebt. Und ich dachte, auf der Plattform könnte man dann hochgehen. Ach so, ja. Muss man mal gucken. Ja, eventuell ja. Geht eben nicht. Nee, geht nicht. Ja, dann musst du sowieso oben ein Loch reinbauen da, ja. Kannst auch gleich ein breiteres Loch machen. Mir ist das wirklich. Ach hier, das mit dem. Nein, das geht nicht wegen den zu vielen Treppenstufen. Davon spreche ich. Ach so. Wow. So, das ist erstmal das. Hier nimmt alles Form an, da musst du dir keine Sorgen machen. Du brauchst diese Baustelle nie wieder betrachten, auch später nicht. Also hier ist alles top, muss ich ja mal sagen. Irgendwie habe ich jetzt Angst. Klappt besser als... Ey, da musst du auch keine Angst haben. Nein, nein, das ist alles genau so, wie das geplant ist vom... und genehmigt worden ist vom Planungsamt. Das ist genau richtig so. So. Wie will man denn hier hochkommen, frage ich mich. Ja, willst du dann eine Leiter haben? Nein, oder? Du baust einfach die scheiß Treppen in die blöde Bude. Das ist doch nicht so. Ist doch nicht so hardcore, glaube ich. Doch, eben ja. Warum? Fichte, 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 Fichte. Ich suche auch gar keine Truhe, ich suche eine Werkbank, verdammt. Bau doch keine Treppen in die Bude rein. Wie, das ist ein Baumhaus. Natürlich baust du die Dinger in die Treppe da rein. Du sicher. Was willst du sonst machen? Frage ich mich. Ja, aber ich komme ja gar nicht hoch. Wie, du kommst nicht hoch? Ich komme hier gar nicht rein. Ich komme und rette den Tag. Du musst nur warten. Hier liegen noch irgendwelche Baustoffe von dir. Wie, was hängst du fest? Ne, jetzt habe ich ein großes Loch gebaut. Jetzt hänge ich nicht mehr fest. Ja, ist doch. Dann ist alles korrekt. Ja, und jetzt? Ja, jetzt baust du da weiter Treppen dran. So in etwa. Nur halt nicht so. Sonst schon eher. Nee. Geh mal da weg. So, oder was? Ja. Ich war trotzdem nicht rein. Ja, warte doch mal eben. Du bist aber ungeduldig, was das betrifft hier, doch. Da würde ich weggehen. Drauf, hör auf. Ja. So, da kannst du jetzt zwar. Jetzt kannst du entweder Trick 17 machen. Ich hab nur noch eine Treppe. Ja, du brauchst keine Treppe. Ja. Jetzt kommt der Trick 17. Ja, erzähl. Trick 17. So, jetzt ist hier voll das Riesenloch, um da reinzukommen. Das ist ja nicht schlimm. Okay. Also müssen wir gucken, dass wir das eventuell noch ein bisschen weiter nach außen bauen und dann kannst du hier ein bisschen Zaun drum machen, kannst das nett machen, fertig ist. Diese Seite kannst du unbrauchbar machen, hier kommt dann eh Dings drauf. Was willst du nach außen bauen? Ja, du kannst ja theoretisch sagen, hier kannst du noch ein bisschen breiter werden auf dieser Seite. Ja? Wenn ich das Holz dazu hätte, würde ich das ja tun. Ja, du musst das ja nicht wieder aus Birke machen, mir ist das ja egal, aber nur so als Anhaltspunkt, weißt du, was ich meine? Dann hast du hier, hier hast du dann eh Wand. So.
Das ist ja eh ungenutzt, dann hast du das nicht mehr so. Das ist nicht mehr so schlimm. Hier kannst du Zaun drum bauen zur Not und dann bist du fertig damit. Und dann ist das so, dann sieht das so geil aus, wenn du hier so reinkommst. Mal gucken. Aber eigentlich ja, sollte ganz gut aussehen. Erst wolltest du das haben mit dieser Wendeltreppen-Typ-Zeug da habe ich mich voll abgerackert. Ja, aber jetzt... ich habe ja auch eine Wendeltreppe bei unseren eigenen Projekten gebaut. Ja. Aber ich musste nie die Treppe reinbauen. Wir sollten schlafen gehen, die sind nur ein Monster. Ich bin hier oben. Schön! Die Stufen rutschen die ganze Zeit ab. Guten Tag! Tut mir leid, mit den 8 Schuhen kommen sie hier nicht rein. So, okay. Der war ja müde. Der war voll gut. Bester Spruch. Nee, du. Komm jetzt. Mit Zeit. Wie machen wir denn die Erde unter den Treppen weg? Von unten mit Erde bauen. Ja. Um dann die Erde abzubrechen. Das wird so viel Mühe. Ach Quatsch. Ist doch nicht mehr viel. Da. Man muss sich auch manchmal anstrengen, um was Gutes zu produzieren. Hast du das schon mal gehört? Hast du das schon mal gehört? Ich habe das die ganze Zeit gehört, aber irgendwie... Ich höre das laufen, sozusagen. Ne, so soll das nicht werden, scheiße. So, mal gucken. Zack. Nein, nicht so rum. Ist doch gut, das kann ich von unten machen, das ist nicht so schlimm. Aber erstmal den Aufbau oben machen. Ganz wichtig. Erst nachdenken. Und so, was hast du überhaupt noch so Bauen vor hier beim MC Mew? Bin mir noch gar nicht sicher. Bist du noch nicht sicher? Hm. Also noch irgendwie... so viel zu tun. Irgendwie will mich dieses... Ich meine, wir sind jetzt erstmal nur auf einem kleinen Fleck, ne? Und ich will natürlich nicht, dass wir nur auf einem kleinen Fleck bleiben. Nee, ich natürlich auch nicht. Also... So, wie wäre es denn, wenn das jetzt mal funktionieren würde hier? Alles erstmal vernünftig funktionieren würde. Könnten wir hier darauf einig werden, Spiel? Oh Gott, ich werde zu viel Schwarzholz brauchen. Fuck yeah! Oh, ich bräuchte auch noch Blöcke. Ach, die habe ich aber zufälligerweise dabei. Sehr gut. Wie konnte man stehen bleiben auf Ranken? Shift. Da geht er doch so in die Hocke. Perfekt. Das ist gut an einem Tropenbaumhaus. Ja, ne? Du kannst einfach mal so die Ranken hoch und dann brauchst du nicht... Wenn du nicht gerade wie Mio einfach runterfliegst, kannst du nämlich so die Erdeblöcke abmachen. Jetzt könnte ich das eigentlich theoretisch noch einen höher legen. Damit man den Balken auch schön sieht, weißt du? Ja. Habe ich mir jetzt überlegt, gehen wir mit dem ganzen Balkengedöns noch einen höher. Das ist natürlich mehr als machbar. So, okay. Weil sonst sieht das ein bisschen toll. Dann hast du dann halt den Holzbalken drin, damit du den extra hast sozusagen als kleines... Feature vom Aussehen her und dann siehst du den nicht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Da wirst du mir ja zustimmen. Ich hab dir nur halbwegs zugehört nochmal. Ich weiß, ist nicht so schlimm. Ich sag, wenn ich jetzt den Holzbalken hier baue, ja. Dann ich setze den jetzt noch ein Stück höher, weil sonst sieht man den nicht und das ist ja Quatsch, dass wenn du den extra baust, dass man den nicht mehr sieht. Okay. Ich guck mir das hinterher an. Du weißt nicht, was ich meine, oder? Ja, du willst den ein Stück höher setzen. Ich hab das schon kapiert. Ja, weiß ich ja nicht. Das hört sich jetzt nicht so an, doch. Wie? Nur weil ich meine Meinung dazu geäußert habe, dass ich gesagt habe, ich werde mir das hinterher nochmal angucken? Da, du hast gar keine Meinung zu haben, wenn ich hier was baue. Wie? Natürlich. Oh. Ich lass mich da gar nicht reinreden. So einfach ist das hier. Nein, so sieht's besser aus. Punkt. Meiner Meinung nach. Das ist die wichtigste Meinung, übrigens. Ich finde, das sieht so nicht besser aus. Was? Ja, ich sehe das doch von hier oben. Ja, aber sonst hast du das Dingen,
diese Holzbalken einen tiefer drin, dann sieht man den auch von außen gar nicht. Dann kann ich da auch normale Blöcke nehmen, dann kann ich mir diese Konstruktion sparen. Das, jeder Block sind 4 Holzdinger. Das ist doch, dann ist das doch verlorene Ressourcen. Dann will ich doch, dass man den sehen kann. Achso, du baust da auch noch was drum. Ich dachte, das bleibt jetzt so. Nein, das kommt natürlich weiter drauf rum. Das geht natürlich dann ja, so das hoch. Ja, das ist okay, ist aber ich dachte, da bleibt jetzt so eine Lücke. Das sah jetzt aus wie ein Hotdog. Nein. Okay, das kann ich mir vorstellen, dass das auch gut aussieht natürlich. Alles, was ich baue, sieht gut aus. Nee. Punkt. Was ja, willst du denn für Wände haben? Das ist eine gute Frage. Entweder wir nehmen da auch was dezent Schwarzes. Ja. Oder Akazie. Oder Trope. Aber Trope ist im Moment nicht drin, ich weiß. Trope haben wir gerade nicht. Ist aus. Wir haben aber Trope auch kaum Birken noch. Wir haben alles kaum noch. Deswegen müssen wir langsam mal richtig Wälder anlegen. Oder mal richtig auch... Ja, wir sollten aber die Wälder auch nicht einfach im Dorf anlegen, sondern wirklich, Platz dafür schaffen, ist mir auch schon klar, aber... Du sagst halt immer so, als ob das so einfach wäre. Ist es aber nicht. Das ja, braucht... Ups, was ist das denn jetzt hier? Das braucht Planung und Zeit und, ne, solche Dinge. Einfach mal dran setzen. Einfach mal dran setzen. Ja, was ist los? So, ja, was ist da los? Wie so eine alte Hexe hänge ich vor meinem Laptop, weiß auf dem Stuhl mit so einem Buckel, ey. Was ist los mit dir? Was ist los? So. Immer noch nicht genug Treppen. Ich muss jetzt schon wieder Schwarzholzbäume abknallen gehen. Ja, geh mal. Ich hab alles Holz verbraten von 2 Schwarzholzbäumen. Oh Gott. Großprojekt. Obwohl, ich brauche die Blöcke gar nicht mehr. Ein paar kann ich noch verwandeln. Wie sieht's bei dir aus? Was? Ja, hast du jetzt irgendwie Material gefunden, das du brauchst? Ich wollte jetzt noch 2 Verlängerungen, also jetzt noch eine dran machen. Hm? Oh, nicht sterben! Oh. Bist du von oben runtergeknallt, oder? Ja. Bringt denn das um? Du hast noch 2 Herzen. Ah, ja, geht ja fast. Also sterb nicht. Also nochmal runterspringen solltest du dann nicht dir erlauben. Nee. Aber ich falle ja normalerweise auch nirgendwo runter. Mir brauchst du das nicht erzählen, so. Da erzählt ja wieder ein Mist, ne? Der fällt auch irgendwo runter. So, das sieht schon mal ganz nice aus. Das ist aber auch eine aktige Scheiße. Ich wusste nicht, dass Minecraft so aktig werden kann. Hallo? Ich wollte nur ein bisschen bauen, ein bisschen quatschen, ein bisschen, hier ist nicht einfach Chili, Milli. Was geht denn bei dir? Bisschen alles nicht so ernst nehmen und jetzt baue ich hier voll die Dinger hier da rein. Naja. Ich muss erstmal Leben generieren. Ich sehe doch, dass ich da gleich wieder runterstürze. Also mehr Bäume hattest du jetzt nicht mehr hingekriegt, oder wie? Nein, ich habe nur noch 3 Setzlinge. Ach, hattest du nur noch 3 Setzlinge, okay. Ja. Wenn du sagst, das Ganze braucht 4. Naja, es braucht 4. Nicht schon wieder runterfallen. Ey, das gibt's doch nicht. Ich komme nicht mehr weiter. Ja, was machst du denn da? Ja, ich will noch eine Bahn dran bauen. Die ganze Zeit klappt das und jetzt die letzte Bahn, die klappt nicht. Weiß ja nicht, was du da veranstaltest. Ja, ich komme nicht so seitlich, dass ich da dran bauen kann. Ja, dann lass mich das gleich machen. Dann musst du einfach die blöde Taste nur gedrückt halten, dann ist doch egal, was passiert. Welche blöde Taste? Ja, damit du nicht runterfällst. Steuerung oder was? Ja. Shift. Shift, ja, da fällst du auch nicht von solchen Dingern runter. Hey, aber ich kann nicht da. Ja, aber ich kann doch trotzdem nichts dran machen. Wenn ich noch nicht so weit rechts bin, dass ich da was dran machen kann. Ja, doch klar. Du kannst, wenn du Shift drückst, kannst du sozusagen über den Rand stehen. Dann stehst du weiter außen. Du musst halt nur gedrückt halten, die Taste. Ja, aber eben ging das ja auch ohne Shift. Ja, aber wenn der Winkel irgendwann zu stark wird, dann musst du das mit Shift machen. Wo hast denn du die anderen Sätze hingetan von deinem... Da hier gleich direkt daneben an in das Holz. Ja, da sollen die auch eigentlich hin. Gut, perfekt. Bau da mal hier wieder einen hin. So. Du musst auch immer darauf achten, dass du deine Felder aberntest, ne? Ich ernte die aber nicht ab. Warum? Weil das schön aussieht. Ja, aber zu dem Vermehren der Tiere brauche ich das doch. Ja, dann kannst du das machen, wenn du das brauchst. Und dann musst du das dann wieder anpflanzen. Ich brauche die Möhrchen, du bist auch gerade da unten. Wie? Möhren kann ich dir aber noch nicht geben. Warum? Ja, wie? Weil das ganze Feld noch nicht voller Möhren ist, eventuell. Und hier ist auch wieder eine, drüber gelatscht. Das sieht doch scheiße aus. Nicht. So können wir keine Möhren pflanzen. Das heißt, so können wir keine Freunde werden. So.
Ja, erstmal möchte ich natürlich, dass das Feld einigermaßen groß ist. Klar, da muss man sich dann natürlich drum kümmern. Sehe ich natürlich auch so. Ich kann dir eine Möhre geben. Nee, die weil ich so nett bin. Brauche ich dann auch nicht. Dann esse ich die jetzt. Nom, 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 nom. So. Dein Ernst? Ja. Hast du jetzt einfach gegessen? Ich habe jetzt hier einfach die Möhre gegessen. Willst du mich verarschen? Nein, ich habe die Möhre gegessen. Du bist so ein Idiot. meinst du, ich mache hier Spaß oder wie? Späßchen oder was? Nee, nee. Ja. Wenn du die nicht haben willst, dann esse ich das alles. Ich esse auch das Pferd, wenn du das nicht haben willst. Mir ist egal. Da kannst du gar nicht essen. Aber ich sag dir, komischerweise haben wir es schon wieder geschafft. Die Folge schon wieder rum. Ja, ich kann dir aber auch jetzt was sagen. Was sagst du mir denn? Wir hätten Fichte zum Beispiel, die könnte ich dir außen rum machen. Ja, mir ist egal. Klar, mach doch Fichte. So, aber das erst in der nächsten Folge. Hier bei Let's Play Minecraft, dann seht ihr, denke ich mal, die Fertigstellung der, naja, auf jeden Fall die äußerliche Fertigstellung der Schule. Mio wird ein bisschen am Baumhaus fluchen, das alles beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!